als Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis in Halle arbeiten wir oder kooperieren wir mit sehr, sehr vielen Organisationen, sowohl auf Seiten von Non-Profit-Organisationen als auch im Bereich Unternehmen, als auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Und die Hochschule als ein sehr großer Akteur in Halle mit 20.000 Studierenden ist natürlich für uns auch im Fokus, weil an der Hochschule Studierende sind, die sich sehr stark auch gesellschaftlich einbringen, wir auf offene Mitarbeitende in der Universität treffen, die auch innovative Gedanken haben und da ja auch Überlegungen darüber anstellen, wie die Martin-Luther-Universität auch gesellschaftlich geöffnet werden kann. Wir kooperieren mit der Martin-Luther-Universität jetzt schon seit knapp 9 Jahren im Bereich Service Learning. Verstehen uns da als Mittlerorganisation, also als Schnittstelle zwischen universitärem Lernen und Wissensvermittlung auf der einen Seite und einem gesellschaftlichen Engagement und der Möglichkeit zur gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme der Studierenden auf der anderen Seite und haben dann Zugang zu sehr vielen Non-Profit-Organisationen, leisten da, glaube ich, auch viel Übersetzungsarbeit, die aus unserer Sicht auch notwendig ist, um sozusagen Erwartungen, Vorstellungen, Bedarfe auf beiden Seiten auch zu erkennen, die Partner zusammenzubringen und auch ganz viele Möglichkeiten aufzuzeigen, wo Studierende sich mit ihrem Wissen auch auf freiwilliger Basis gesellschaftlich einbringen können. Also unsere Hauptaufgabe als Freiwilligenagentur ist ja die Förderung von freiwilligem Engagement in der Stadtgesellschaft. Und Studierende sind da genau so eine Zielgruppe für uns wie alle anderen Bevölkerungsgruppen auch. Da machen wir erstmal keine Unterschiede oder sehen jetzt eine Gruppe als besonders für uns im Fokus als andere. Studierende natürlich deshalb, weil sie einmal zahlenmäßig sehr groß vertreten sind in der Stadt, weil es viele engagierte Studierende schon gibt, die sich entweder universitätsintern in Hochschulgruppen, Initiativen schon engagieren oder die auf uns zukommen, weil sie nach Gelegenheiten für ein Engagement in zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Stadt suchen. Insofern sind Studierende für uns schon immer Zielgruppe und kommen Studierende auch in regelmäßigen Abständen auf uns zu und ist natürlich oder bietet die Kooperation mit der Martin-Luther-Universität die Möglichkeit, das noch zu intensivieren. Und unser Ziel ist es ja, über ein jetzt gefördertes Projekt auch mittel- und langfristig eine professionelle Engagementberatung auch gezielt für Studierende anzubieten.